Hello bros, what's up and welcome back to my channel. I hope you're doing great. I hope you're washing your hands and I hope you're staying the fuck inside. So today's video is actually going to be in German, so sorry to those of you who expected me to do it in English, but it's not gonna happen, so yeah, here you go. Also, basically, das ganze Video ist ein Shoutout an Tonia. Wenn ihr den Channel nicht kennt, der ist unten in der Infobox verlinkt. Und ich habe hier auch den neuesten Hoodie von Tonia, beziehungsweise von Spaced Out. Das alles ist, keine Ahnung, also es ist kein Product Placement, das ist unbezahlte Werbung etc. Und ja, passend zu dem Hoodie werden heute die Haare gemacht. Ups. Und das Make-up. Also, für heute habe ich mir dementsprechend auch schon ein paar Inspirationen rausgesucht, also ein paar Haarinspirationen, passend zu dem Hoodie natürlich, vor allem zu dem Spruch hinten drauf, das Head in the Clouds. Und zwar zum einen von J Balvin, diese Frisur, und zum anderen von Matey, keine Ahnung, diese Frisur. Und wer mir auf Instagram folgt, @aphrodisierend, der weiß vielleicht, dass ich bereits vor 2 Wochen ungefähr auch schon so eine Frisur gemacht habe, bloß in rosa. Und das Ganze mache ich allerdings heute in blau, weil der Hoodie auch blau ist. Ja, keine Ahnung. Wenn ihr wissen wollt, wie wir das alles machen, mit welchen Farben und wie das am Ende aussieht, stay tuned.
Also wie man sehen kann, habe ich mich letztendlich doch für ein anderes Make-up entschieden. Und zwar habe ich die Wolken einfach ausgefüllt mit der Take Me To Brazil Palette von BH Cosmetics. Und da habe ich eben vor allem die Blautöne verwendet, obviously. Und somit sind wir dann eigentlich auch schon beim Endergebnis. Und zwar... Somit sind wir eigentlich auch schon am Ende des Videos und wenn es euch gefallen hat, dann liked, kommentiert, abonniert und ja, genau wie schon gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr mir auf Instagram folgen, @afrodisierend und ja, stay safe, immer schön Hände waschen, immer schön drin bleiben und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!